Jo, 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 was geht, ihr kleinen Geringverdiener? Ich gehe jetzt zum Friseur, weil Seiten sind nicht mehr auf Sifri. Aber würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Kennt ihr, Digga? Mein Vater sagt, 14.30 Uhr ist er in Altona. Er ruft jetzt Viertel vor zwei an und sagt, er ist in 10 Minuten da. Perfekt, Digga. Kleiner Sex durch hier, genau. Hat er auch. Salam alaikum. Er kriegt seine Augen nicht mehr. Kann Zoom? Geht nicht, ne? Schade. Soll ich dir eine Ziese bauen? Ich fühle mich richtig cool als Bauer. Das ist Torben? Ich hab's geschafft. Tom, das ist ein Handy. Soll ich jetzt rauchen? Okay. Tisch! Ich krieg eh den. Ich muss sagen, du hast gute Arbeit gemacht. Jungs, das ist Jonas. Jonas ist der, wo. Ach, stimmt, er macht's. Jonas ist der, wo der sein Setup hatte für PS5, aber einfach ein Mauspad drin hat. Wo ist dein Keyboard, hä? Der spielt auf Controller. Ja, aber warum hat er denn ein Mauspad da? Warum hat er eine Maus? Eins auf sich. Das ist doch eine Maus. Das ist der Jonas, Digga. Ich hab damit nichts zu tun. Alex? Hallo? Moment! Das ist Automobilkaufmann. Zeig mal den Anzug. Hey. Tschüss! Der Sascha Schuhe. Maschallah. Und das? Das ist Norman. Was geht? Er ist arbeitslos. Er ist arbeitslos. Geringverdiener. Was machen wir jetzt? Digga, was? The fuck, ja. Hashtag Werbung an der Stelle jetzt. Schade, sowas. Werbung geht auf der Pippe. Buxtehude. Aber Mehmet ist heute nicht hier, sondern in Hasenfelde. Und das ist unser Touristenguide. Moin, moin, moin. Ich suche jetzt gerade mal das Gleis. Nein. Ach so, aber da fährt erstmal. Oben in der Süd, Jungs. Oben in der Süd. Wir haben es geschafft. Im Dorf angekommen ist, Norman? Wenn der Traktor kommt! Okay, wir sind jetzt Hasenfelde. Mehmet's Döner ist nicht mehr weit. Hasenfelde. Hasenfeld. Gell? Hasenfeld? Sag ich ja. Halt der Maul. Wir sind jetzt in Hasenfelde angekommen. Wir gehen gleich zum Dönermann. Es wird noch kurz ein Franzbrötchen als Snack vorher verputzt. Ich würde sagen, wir begrüßen Hasenfelde einmal, ne? Hasenfelde, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Nicht? Wir sind einfach in einem Dorf. Was erwartet ihr eigentlich? Halt dein Maul. Oder wir sind jetzt in Hasenfelde, ne? Mhm. Hasen? Hasenfelde. 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 Hase. Hasen.
Ohne N! Sag ich ja! Hasse dich. Hä? Auf jeden Fall sind wir jetzt in Hasenfelde. Hasenfeld! Hä? Hasenfeld! Was ist denn? Hasenfeld! Nochmal! Ha? Nochmal! Am I joke to you? What did you say? It is what it is. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt in Hasenfelde. Und wir laufen hier gerade so ein bisschen durch die Stadt und ich sag dir ehrlich, wir sind jetzt 50 Sekunden in der Stadt und ich glaube, wir haben das meiste schon gesehen in der Zeit, oder? Aber wieso denn? Hasenfelde. 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 Sag ich doch. Was sag ich denn? Hasenfeld. Ja, und wie heißt es richtig? Hasenfeld. Hasenfeld. Tschüss. Das ist eine wilde Ecke, Digga. Drüben auch? Nee, du musst ein Monster, Digga. Tschüss! Also Dorfläden haben schon was, Digga. So, ich habe mich jetzt für ein Vorbo Zitrone entschieden. Und Summer Edition, die probieren wir gleich zusammen. Und jetzt ganz wichtig. Der Moment der Wahrheit. Das ist Norman. Dum, 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 dum. Nein, Spaß. Jetzt Real Talk. Es geht los. Fertig und ich sage euch wirklich, diese Soße, ne? Das ist das Wichtigste. Die Aubergine-Paste reißt alles raus mit Käse. 7 Euro im Endeffekt. Und ich sage euch, ich hole mir wahrscheinlich noch einen. Perfekt. Ich merke, warum der so gut ist. Irgendwie. Wir fragen uns das jedes Mal. Mhm. Wir werden ihn halt. Wir haben letztes Mal gesagt und am Ende waren wir bei allen. Oder wir sind jetzt, wie oft waren wir jetzt schon hier? 6, 7 Mal? 8 Mal? Plus, minus. Immer wieder begeistert uns dieser scheiß Döner. Es ist einfach nur ein Döner. Wir sind jetzt wieder Kramburger, Digga, die Geheimform. So gestört, Digga. Ich weiß nicht. Irgendwas macht er einfach richtig. Guten Morgen. Digga, also letztens gab es bei mir und Kollegen so ein Diskussionsthema, ne? Mhm. Muss ich mir vorstellen. Cola Cherry und Cola Vanille, ne? Ja. So, wenn das jetzt beides vor dir im Regal stehen würde, was würdest du eher greifen? Vanille? Ja. Geh dich vergraben, Digga. Wenn du vor dem Cola-Regal stehst, ne? Und da ist nur Cola Vanille oder Cola Cherry drin. Was würdest du nehmen? Cherry. Ja. Eigentlich nicht mehr. Was würdest du nehmen? Cola Cherry oder Vanille? Das ist meine Flasche. Hat sich damit geklärt. Bro, guck mal, wenn du vor einem Cola-Regal stehst, ne? Gut, Cola Vanille, Digga. Geh nicht löschen, Digga. Ekliger Bastard, Digga. Guck mal, die klatschen dich ja noch ab. Eigentlich Cola Vanille, das eigentlich du? Digga, haben uns gerade dickes, fettes Ben & Jerry's Eis gezogen. Oder ich glaube, da ist irgendwie Gras drin oder so. Das sieht auf jeden Fall nicht sehr vertrauenswürdig aus. Geil, wir probieren es gleich, ihr seht das gleich. Wir müssen das jetzt richtig tun, Jonas? Hä? Da ist ja gar kein Stiel. Jonas. Wir müssen das richtig. Doch, Bro, mach mal die Augen auf. Ab da. Wenn man das müsste, ey. Sieht man das? Schon abweichbar? Mhm. Boah. Meins ist voll hart. Das ist wild. Der muss einmal richtig reinbeißen. Das ist voll hart. Das geht aber. Du musst doch harte Sachen gewinnen. Boah. Das ist eine ganz wilde Nummer. Spontane Fotosession. Guckt ihn euch an. Alles dreht sich wie im Casino. Sonnenbrille auf, ich seh rosa-rot. Highway-Bahn Richtung Malibu. Fahr so lang, bis mich der Morgen einholt. Alles dreht sich wie im Casino. Sonnenbrille auf, ich seh rosa-rot. Highway-Bahn Richtung Malibu. Ich betäub
Geht, Friends. Tag ist durch. War mega nice mit den Jungs. War auch echt schön, mal wieder alle wieder zu treffen. Kleine Side Story noch. Red Bull habe ich immer noch nicht probiert. Scheiß drauf, mache ich nachher einfach ohne Video. Ich bin hart triggered. Ich bin nicht schwarz gefahren. Meine Karte galt anscheinend nicht für diesen Fahrbereich. Ja, jetzt sage ich mal so: Das Geld kriege ich nicht mit diesem Vlog wieder rein. Deshalb. Hoffe ich, das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und wie es euch gefallen hat, wollt ihr mehr solche Vlogs sehen? Und dann würde ich sagen, Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal.